als vor einigen Jahren diese erste Szene war, wo man mich mit einem anderen Mann im Bett sah, da hieß es auch dann, ja, jetzt kommen lauter Anfragen und wir müssen uns erklären, ist er jetzt schwul oder ist er bisexuell? Und ich habe gefragt, wer will denn da unbedingt reden? Und dann folgten die Namen von Medien, die, sag mal, jahrelang gegen andere Lebensformen gehetzt haben. Und ich sage, nee, gerade denen müssen wir überhaupt nichts erklären. Und generell beim Tatort finde ich das auch sehr überflüssig, wenn man zu sehr noch mal irgendwie sagt, ach, guck mal, einen gut gemeinten Tatort für oder gegen etwas. Aber wenn man sich entscheidet, die Welt in ihrer Widerspruchshaftigkeit so zu erzählen, wie sie sich einfach auffächert, dann gehört das einfach dazu. Ich bin da sehr stolz drauf, dass man da nicht ständig drüber nachdenkt, sondern das gehört zu uns dazu, was wir für Menschen begehren und worauf wir Lust haben. Aber genau, wir schreiben uns das nicht ständig auf die Stirn.